Mediensturm. Einer der Gründe dafür, dass der Fall Patterson medial so aufgegriffen wurde, war die Tatsache, dass über die Feiertage normalerweise eine Flaute in den Nachrichten herrscht. Um die Zeit von Lacys Verschwinden begannen die Nachrichtensender, sich zu 24/7 Nachrichtenzyklen zu entwickeln, und es wurde Material benötigt, um diese Leere zu füllen. Eine schwangere Frau, die an Heiligabend vermisst wird, erinnert auch an Maria, die Mutter des Jesuskindes. Modesto war eine kleine ländliche Gemeinde, in der die Einwohner sehr eng miteinander verbunden waren. Als bekannt wurde, dass die schwangere Lacy Patterson aus Modesto vermisst wurde, war die Gemeinde sehr darauf bedacht, zu helfen. Die Medien wurden von dieser entschlossenen Gruppe von Menschen angezogen und wollten wissen, wer Scott und Lacy waren. Ein gut aussehendes, typisch amerikanisches Paar wie die Pattersons, das diese unerwartete Tragödie erlebt, zog die Zuschauer in seinen Bann. Es gab nicht viele Anhaltspunkte, um herauszufinden, was mit der schönen, schwangeren Lacy geschehen war. Und die Menschen, die den Fall verfolgten, waren bestrebt, Antworten zu finden. Dies veranlasste die Presse, den Fall aktiv zu verfolgen. Diejenigen, die den Fall verfolgten, bemerkten, dass Scott nur selten vor die Kamera trat und die Zuschauer anflehte, bei der Suche nach seiner Frau zu helfen. Selbst wenn er vor der Kamera erschien, um die Suche nach Lacy voranzutreiben, wirkte er ruhig und nicht so verzweifelt wie der Rest von Lacys Familie. Scotts Verhalten machte das Verschwinden von Lacy noch mysteriöser, was die Berichterstattung der Presse bestärkte. Manchmal waren die Informationen, die der Presse zugespielt wurden, unwahr, da die Medien bestrebt waren, ihrem Publikum Insider-Informationen über die Entwicklung in dem Fall zu geben. Dazu gehört auch der Verdacht, dass Scott für andere Taten verantwortlich ist. Schon früh nach Lacys Verschwinden schufen die Medien ein Narrativ, wonach Scott für die Taten an Cal Poly Studentinnen in der Zeit, in der er die Cal Poly besuchte, verantwortlich gewesen sein könnte, was sich jedoch als unwahr herausstellte. Auch wenn die Anschuldigungen der Medien gegen Scott nicht den Tatsachen entsprachen, wurde in der Öffentlichkeit dennoch der Eindruck erweckt, Scott sei ein Verbrecher, lange bevor er tatsächlich angeklagt wurde. Da die Presse so verzweifelt nach allem suchte, was eine Erklärung für Lacys Verschwinden liefern könnte, behauptete Scott, dass er es aus Angst, ihm etwas anzuhängen, unterließ, mit der Presse zu sprechen. Er behauptete, er habe befürchtet, dass alles, was er den Medien sage, gegen ihn verwendet werden könne. Angeblich gab Scott deshalb keine Interviews oder sprach nicht mit der Presse, um den Fokus des Falles auf Lacy und nicht auf sich selbst zu richten. Scotts Weigerung, mit den Medien zu sprechen, wie es Ehegatten von vermissten Personen üblicherweise tun, hatte jedoch genau den gegenteiligen Effekt, den Scott beabsichtigt hatte. Die Medien konzentrierten sich immer mehr auf Scott und versuchten herauszufinden, warum er sich so verdächtig verhielt. Einige Medienvertreter, wie zum Beispiel die Fernsehmoderatorin Nancy Grace, gaben ihre Meinung über Scott ab und äußerten sich dreist über seine Schuld. Befürworter von Scotts Unschuld werfen anderen Befürwortern wie Grace seither vor, die öffentliche Meinung über Scott zu beeinflussen, um ihre Zuschauerzahlen in die Höhe zu treiben. Aufgrund von Moderatoren wie Grace, die Scott im Fernsehen anklagten, sei er in der öffentlichen Meinung verurteilt worden, lange bevor der Prozess und die Auswahl der Geschworenen begann. Trotz der Intuition der Öffentlichkeit konnten keine glaubwürdigen belastenden Beweise gegen Scott gefunden werden, die direkt auf seine mögliche Verwicklung in Lacys Verschwinden hinweisen würden. Als jedoch bekannt wurde, dass Patterson zum Zeitpunkt des Verschwindens seiner Frau eine außereheliche Affäre hatte, wurde der Fall zu einer landesweiten Geschichte. Die Affäre lieferte ein Motiv dafür, dass Scott Patterson in Lacys Verschwinden verwickelt war, was viele, die den Fall verfolgten, bereits vermuteten. Scott Pattersons Affäre mit Amber Frey, die der Presse am 23. Januar 2003 in einer Pressekonferenz in Anwesenheit verschiedener Fernsehsender enthüllt wurde, machte den Fall von einer mysteriösen Tragödie zu einer bahnbrechenden Seifenoperngeschichte. Die Pressekonferenz für Amber Frey war eine Eilmeldung auf jedem Sender. Jeder nahm diese Pressekonferenz live auf.
weil wir nicht wussten, was sie verkünden würden. Die Berichterstattung über den Fall Patterson überholte manchmal die politische Berichterstattung über den Irakkrieg, der etwa zur gleichen Zeit stattfand. Nachdem Amber sich gemeldet hatte, waren neue Geschichten über den Fall auf den Titelseiten fast aller Zeitschriften im Supermarkt zu finden. Die Geschichte dieser attraktiven Menschen, die in Lügen, Affären und möglicherweise der Tat verwickelt waren, schien im wirklichen Leben unglaublich zu sein, was den Fall zu einer Sensationsstory machte. Nachdem seine Affäre mit Amber an die Presse gelangte, hatte Scott das Gefühl, mit den Medien sprechen zu müssen, obwohl sein Verteidigungsteam ihn vom Gegenteil überzeugen wollte. Er gab 4 Interviews, eines mit Diane Sawyer für Good Morning America und 3 mit Lokalreportern, die bei ihm zu Hause geführt wurden. Diese Interviews, insbesondere das mit Diane Sawyer, das landesweit im Fernsehen ausgestrahlt wurde, verliefen für Scott nicht gut. Sie haben Scott und seiner Glaubwürdigkeit mehr geschadet als genutzt und ihn zum meistgehassten Mann in Amerika gemacht. Das Interview von Diane. Am 28. Januar 2003 strahlte Good Morning America ein aufgezeichnetes Interview zwischen Scott und der bekannten Interviewerin Diane Sawyer aus. Ziel dieses Interviews war es wahrscheinlich, den Verdacht gegen Scott zu zerstreuen und seine Affäre mit Amber Frey anzusprechen, die gerade an die Presse gelangt war. Nach dem Bekanntwerden der Affäre machte der Fall landesweit Schlagzeilen und der bereits verdächtige Scott wurde zum meistgehassten Mann Amerikas. Indem er seine Seite der Geschichte erzählte und zeigte, dass er über Lacys Verschwinden wirklich am Boden zerstört war, glaubte Scott, dass der Verdacht, der ihn umgab, wahrscheinlich ausgeräumt werden würde. Das Problem war, dass Scott aus verschiedenen Gründen immer noch unehrlich und nicht offen wirkte. Eine Sache, die den Zuschauern auffiel, war, dass er sich auf Lacey in der Vergangenheitsform bezog. Ein unschuldiger Mann würde eher darauf vertrauen, dass seine Frau noch am Leben ist, und Scotts Verwendung der Vergangenheitsform suggerierte den Zuschauern, dass er bereits wusste, dass Lacey nicht mehr am Leben sei. Interessanterweise bezieht er sich auf seine Affäre mit Amber Frey im Präsens und korrigiert sich dann. Zweitens weint er zwar während des Interviews, aber den Zuschauern fällt auf, dass er sich keine Mühe gibt, die Tränen wegzuwischen. Normalerweise wischt man sich die Tränen weg, wenn man weint, es sei denn, man hat sich wirklich Mühe gegeben, diese Tränen zu produzieren. Die Zuschauer vermuteten, dass seine Tränen künstlich erzeugt wurden, um eine seelische Verletzung zu zeigen, die aber nicht wirklich vorhanden war. Dann wird er von Sawyer unverblümt gefragt, ob er seiner Frau etwas angetan habe. Er verneint und sagt, dass er nichts mit ihrem Verschwinden zu tun hatte. Aber dann fährt er fort. Sie benutzen das Wort M und im Moment suchen alle nach einem Körper. Und das ist das Schwierigste, denn das ist keine Lösung für mich. Er sagt diese Worte mit einem Grinsen im Gesicht. Die Zuschauer fragten sich, warum er überhaupt lächelte, als er über die Möglichkeit sprach, den Körper seiner Frau zu finden. Den leblosen Körper. In dem Interview versucht Scott nicht, seine Affäre mit Amber Frey zu leugnen. Auf die Frage von Sawyer, warum er die Affäre mit Frey hatte, antwortete er: Das kann ich so nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Für die Zuschauer ist es frustrierend und befremdlich, dass ein Mann, der seine verschwundene Frau betrogen hat, nicht reumütiger für seine Untreue ist und eine Antwort gibt, die mehr Selbstreflexion zeigt. Er entschuldigt sich bei Amber und ihrer Familie und ihren Freunden sowie bei seiner und Lacys Familie und Freunden. Auf die Frage, ob er der Polizei von der Affäre erzählt habe, behauptete er, er habe es ihnen sofort gesagt. Er behauptet, dass ab dem 24. Dezember, dem Tag, an dem Lacey verschwand, die Polizei von seiner Affäre mit Frey wusste. Dies ist eine eklatante Lüge, da die Ermittler nichts von einer Affäre wussten, bis Frey sich meldete. In einer noch lächerlicheren Lüge behauptete Patterson, er habe Lacey Anfang Dezember von der Affäre erzählt. Auf die Frage, ob dies einen Bruch in ihrer Ehe verursachte, behauptete Patterson, dass Lacey zwar nicht damit glücklich war, aber es war nichts, was sie hätte auseinanderreißen können. Auf die Frage, ob es nach der angeblichen Enthüllung der Affäre viel Wut zwischen ihnen gab, antwortete Scott mit Nein.
Diane Sawyer fragte dann, was die Zuschauer im ganzen Land fragen würden. Erwarten Sie wirklich, dass die Leute glauben, dass eine 8,5 Monate schwangere Frau, die erfährt, dass ihr Mann eine Affäre hatte, locker damit umgeht, zuvorkommend, sich damit abfindet? Daraufhin antwortet Scott, Niemand außer uns kennt unsere Beziehung. Auf die Frage, warum er seiner Frau von der Affäre erzählt habe, antwortet Scott, weil es das Richtige sei. Die Zuschauer haben schnell argumentiert, dass Pattersons Behauptung, er habe seiner Frau von der Affäre erzählt, völlig aus der Luft gegriffen sei. Männer erzählen ihrer Frau normalerweise nie von einer Affäre. Es sei denn, sie werden erwischt. Und selbst wenn sie davon erzählen, führt dies zu einem großen Vertrauensbruch, von dem sich die meisten Beziehungen nicht erholen. In der Tat ist es für einen normalen Zuschauer schwer vorstellbar, dass ein Partner eine Affäre aufdeckt und der andere Partner lediglich nicht glücklich darüber ist, wie Scott abfällig behauptete. Es ist auch schwer vorstellbar, dass Lacey, wenn sie von der Affäre erfährt, es niemanden anvertrauen würde. Es liegt der Verdacht nahe, dass Scott keine Antworten darauf hat, wie sich die aufgedeckte Affäre auf seine und Lacys Ehe ausgewirkt habe, da sie wahrscheinlich auch nie aufgedeckt wurde. Scott bejaht die Frage, ob er sich weiterhin mit Amber traf, nachdem er Lacey von der Affäre erzählt hatte. Und das ist noch verwirrender, denn wenn es ihm plötzlich darum geht, das Richtige zu tun und Lacey von der Affäre zu erzählen, wird angenommen, dass er die Affäre auch beenden wird. Er gibt auch zu, dass er Amber nichts von seiner Frau zu Hause erzählt habe, die angeblich über ihre romantische Beziehung bereits informiert sei. Er beendet das Interview, indem er Diane Sawyer mitteilt, dass er Lacys Familie trotz ihres Misstrauens in ihm immer noch bei ihrer Suche helfen möchte. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Diane Sawyer während des gesamten Interviews aufrichtig versuchte zu verstehen, was in seinem Kopf vorging. Sie spricht für die Menschen zu Hause, die sich vorstellen, dass Scott Lacey aus Liebe zu Amber Frey aus dem Weg räumte oder dass er Lacey aufgrund einer wütenden Konfrontation über Amber Frey etwas angetan habe. Scott bestreitet beide Theorien, arbeitet sich aber stattdessen an der unglaublichen Theorie ab, dass er Lacey von der Affäre erzählte, die sie anschließend aber niemanden anvertraute und dass sie dann Wochen später verschwindet, während er noch mit Amber Frey zusammen ist. Selbst wenn man Patterson irgendwie glauben könnte, ist die Aussage, er habe der Polizei sofort von der Affäre erzählt, eine unbestreitbare Lüge. Die Befragung mag normalerweise ein kluger Schachzug für jemanden sein, der wirklich unschuldig und zuvorkommend ist, aber das Interview schadet Scotts ohnehin schon ungünstigem Image noch mehr. Steve Helling, Senior Crime Editor für das People Magazin, sagte, ich habe noch nie erlebt, dass ein Interview der Glaubwürdigkeit eines Menschen so sehr geschadet hat. Helling erinnert sich, wie die Zuschauer Scotts Interview sahen und dachten, oh, jetzt wissen wir, dass er es getan hat. Scott dreht sich in seinem Interview nicht nur im Kreis und tanzt um Wahrheiten herum, seine seltsamen Verhaltensweisen deuten auch darauf hin, dass er sich einer Sache schuldig gemacht hat. Auch wenn die Befürworter von Scotts Unschuld argumentieren, dass seine Interviewleistung durch Nerven oder andere Faktoren beeinträchtigt wurde, obwohl die Befürworter von Scotts Unschuld sich normalerweise von diesem Interview fernhalten, wahrscheinlich aus gutem Grund, ist dies kein entschuldbarer Umstand. Wenn man sich vorstellt, dass man zu einem Verbrechen befragt wird, das man nicht begangen hat, würde der Zuschauer wahrscheinlich nicht sehen, wie man sich quält und rauswindet, weil man merkt, dass das, was gesagt wird, die Wahrheit ist. Selbst wenn belastende Beweise gegen einen vorliegen, werden sie, wenn sie unschuldig sind, die Fragen aufrichtig beantworten. Was bei Scott allerdings nicht der Fall war. Schuldige hingegen lügen, schinden Zeit und drehen sich um Kopf und Kragen. So wie Scott. Scott konnte zwar nicht aufgrund eines einzigen Interviews verhaftet werden, aber es bringt ihn mit Sicherheit noch weiter als Verdächtigen in Lacys Verschwinden ins Spiel.